Willkommen zurück. Wir sind wieder ein bisschen besser ausgerüstet mit Revolver, Pumpgun und Bolzenschießer. Oh, Licht. Yay. Und es geht zum zentralen Reaktor. Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Mikado. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Steigen Sie zur Basis des Reaktors hinab. Na, das sieht ja alles sehr gesund aus. Okay. Dann wollen wir mal nach unten. Ich hoffe, das überhitzt nicht. Oh, das war schlecht geschossen. Na, ich muss nachladen. Fuck. Also ich mache gerade in Ruhe. Ich muss nachladen. Ich muss das noch ein bisschen üben. Ah, sehr gut. Immer schön auf den Kopf zielen. Ach, noch. Ach, Gottchen. Da kommen sie jetzt alle. Zuckst du noch? Wir haben noch 4 Bolzen. Noch 2, noch 3 Bolzen. Ich hoffe, ich finde noch ein paar. Wenn ich probiere es mit der Pumpgun und dem Revolver, das müsste eigentlich auch gehen. Ja. Okay. Du bist verschlossen. Das ist noch ein Aufzug. Das heißt, ob ich immer hier gucken. Oh, Muni! Also Alpha Core, Beta Core. Gibt's. Hier ist laut in dem Reaktor, das werde ich für euch wahrscheinlich wieder ein bisschen bearbeiten müssen. Apollo wird die Gefahreneindämmung aufgrund einer unbekannten Präsenz im Zentralreaktor nicht herabstufen und steigen sie zur Basis hinab. Das heißt, ich muss einfach nur rechts oder links rum und dann dahinter. Weil da vorne war ja auch nochmal ein Aufzug. Ich gehe einfach gerade mal einmal drum rum und mal gucken, was es hier so gibt. Oh. Diesen Dingern möchte ich nicht zu nahe kommen. Nee. Ist das gesund, da so nah lang zu gehen? Nicht, dass sich so ein Stromschlag irgendwie entscheidet, abzuwandern. Eieiei. Oh, ich könnte schon wieder so ein Medikit brauchen. Ah, ich habe keine Dinger mehr. Haben wir sonst noch was? Nein. Gut. Hier ist nochmal ein Aufzug. Bin ich hier richtig? Eigentlich schon.
Hier geht's zur Wartung. Oh, hier sieht's aber nicht gut aus. Bitte nicht. Das sieht gar nicht gut aus. Meine Taschenlampe bringt doch wahnsinnig viel hier, wie ihr seht. Och nö, muss das schon? Flammenwerfer haben wir jetzt auch wieder. Ich möchte speichern. Ricardo, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist eine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Vernichten Sie das Nest. Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Okay, aber die sind alle da schon rausgehüpft, ne? Beladen Sie den Alpha-Kern. Da Taschenlampe hier keinen großen Unterschied macht, größtenteils. Ich komme mal wieder raus. Was ist das? Das interessiert mich, glaube ich, erstmal nicht. Die Tür ist zu. Findet man hier irgendjemanden, den man kennt? Wo ist eigentlich die Taylor? Davon abgesehen. Noch was? Ich kriege immer nur diese Teile, die ich schon habe und nicht brauche. Okay, erstmal speichern. Ich erwarte, dass mich gleich irgendwas anspringt. Hä? Ich glaube, ich brauche doch die Taschenlampe. Ja. Sag doch, da springt mich gleich irgendwas an. Aber ich bin Subnautica Augen-Jump-Dinger gewöhnt. Die sind sehr ähnlich. Das ist erstmal tot. Leitungsinterface. Zweifel, dass da sonst noch irgendeine Waffe nützlich ist. Wenn die sind ja recht schnell, weil die drauf schießen. Naja, es könnte auch klappen. Aber ich bleib erstmal beim Flammenwerfer. Ich glaube, das scheint mir die Waffe der Wahl zu sein hier. Also. Bei den Dingern. Nein, nein, nein. Ew. Das machen wir jetzt aber nicht mit jedem. Ich muss die Muni sparen. Bestimmt lustig zu haben, jetzt mal aufbloppen, aber... Okay. Das haben wir geröstet. Zwei Bedienungsfelder und Alpha-Leitung aktivieren. Müssen wir wahrscheinlich beide gleich bedienen. Ich möchte nur gerade mal gucken, kann ich schon irgendwas... Ich mache vielleicht gerade mal noch eine Rohrbombe, man weiß ja nie. Okay. Dann machen wir das mal hier.
Doch, da. Kleinen Scheißer. Hat das Gefühl, da wäre noch eins. Es wäre natürlich auch mal lustig zu sehen, wie das einem ins Gesicht springt. Aber ich mache ungern alles nochmal. Deswegen lassen wir das vielleicht erstmal. An das Ding komme ich nicht ran. Hä? Konnte ich das nicht eben noch bedienen? Bin ich blöd? Ich verstehe es gerade nicht. Ich dachte, man muss einfach beide Keyboards bedienen und dann kann man da in der Mitte was drücken. Eins ist rot, eins ist grün. Ah, hier. Ja, sag das doch. Soll ich irgendwie auf Abstand gehen? Okay, jetzt noch den Beta-Kern überladen. Wie komme ich zu dem? Oh oh. Okay. Komm ich da durch? Ich sollte wahrscheinlich nicht in der Nähe sein, wenn er überlädt, oder? Ah, du Scheiße. Problem. Das kennen wir ja. Wir haben da so ein kleines Problem. Ja, ich sitze jetzt hier fest. Erstmal. Willkommen zurück, Alien. Beziehungsweise, das müsste ein Schwesterchen oder Brüderchen sein. Und es ist nicht alleine. Wir haben sehr viele Anzeigen auf diesem Gerät. Kann ich eigentlich im Schrank auf die Karte gucken? Ja, kann ich. Ich muss zum Beta-Kern da hinten. Wie komme ich denn da hin? Ich muss auf jeden Fall wieder genau denselben Weg raus, den ich reingekommen bin, den ich auch eben gehen wollte. Wo das Alien vor der Tür stand. Mir das irgendeinen Weg eröffnet oder so? Ich glaube nicht. Weil das Alien kann eigentlich hier nur einen Weg gehen und ich kann nur einen Weg gehen. Das ist etwas, was mich beunruhigt. Ich kann aber da rein. Ob ich jetzt die Tür automatisch aufgeht? Können wir mal abwarten, ob da was rauskommt. Habe ich da gerade 4 Signale gesehen? Ich muss sagen, in diesem Abschnitt dieses Spieles, jetzt im Moment,
seit wir hier reingekommen sind, fühle ich mich das erste Mal wie in dem Film. Vorher irgendwie nie so ganz, aber jetzt schon. Halt auch durch dieses Nest und die Eier und diese, dass du nicht nur ein Signal hast und ich weiß nicht alles. Okay, da ist noch ein Versteck. Ich würde zwar gerne speichern, aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist hier. Ich glaube, in der Regel halten die sich nicht so nah an dem Speicherpunkt auf. Noch ist es ruhig. Vielleicht sollte ich meine Chance nutzen, bevor ich das alles nochmal machen muss. Ich schleiche mich mal ran. Okay. Man hat ja zwei Spielstände. Das sollte eigentlich gehen. Ich muss so auf die Karte gucken. Das andere Ding ist mir zu laut. Shit, da ist eine Tür aufgegangen. Irgendwo ist eine Tür aufgegangen. Aber wo? Ich weiß nicht, ob es klang mir, als wäre vor mir die Tür aufgegangen ist, irgendwo. Falls da eine Tür war, aber das war genau das Geräusch. Bin ich zu vorsichtig? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich auch die Facehacker angezeigt bekomme. Hä? Okay, vielleicht war das auch. Nur die große Tür. Moment, ich bin doch immer noch richtig. Ja. Da ist auf jeden Fall ein Durchgang. Wir müssen uns rechts halten. Die Tür hier war vorher auf. Das hat mich eben irritiert. Aber will man da durch? Sonst reicht von da Geräusche, ja. Weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Okay, die Dinger sind zu. Das Ding ist zu. Das fackeln wir lieber mal ab. Irgendwie. Moment. Ich weiß gerade nicht, ob ich... Fuck! Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich hocke oder stehe. Irgendwie, jetzt steht sie auf. Ich habe eben mehrmals C gedrückt. Sie hat sich nicht... die Position nicht verändert. Das war, ja. Und dann kam das Alien. Das war irgendwie komisch gerade. So, ja, gut, dass ich gespeichert habe. Nee, das ist der Weg zurück. Ich muss zum... B. B war diese gelbe Tür. Rechts sollte ich doch rechts rein. Das war wieder meine Neugier. Und weil der Tunnel nicht so geil aussieht. Ich dachte, es gehört, dass ich das Ei da kaputt gemacht habe. Ich weiß. Okay, komm, wir gehen mal da rein. Also Taschenlampe, wie ihr seht, bringt nicht so wahnsinnig viel. Können wir ruhig auslassen. Direkt zur Atmosphäre bei. Hallo. So, gut, alle rein. Quetschen uns mit dem Ekelzeug in die Kiste. Und wir müssen einfach den Weg weiter. Jetzt stehe ich wieder. Gut.
kommt doch bestimmt jetzt wieder was. Ja, ja. Rechts könnt ihr es vielleicht sehen. Mir schon lange nicht mehr. Das Alien da vorbeistapft. Das Problem hier ist nur, dass ich nicht so ein Gefühl dafür habe, wann es weg ist und wo es durch kann. Es ist jetzt nach rechts gegangen, denke ich. Ich muss nach... Ich glaube, da geradeaus. Neue Zügel, nicht so viel umgucken. Weiterlaufen. Oder auch nicht. Vielleicht hätte ich doch rechts gehen sollen. Okay, in die Hocke. Langsam verschwindet das denn immer. Ich kann hier nicht erkennen, dass es hier noch irgendwelche Gänge gibt. Aber es muss ja irgendwo rein. Es kommt schon wieder da vorne raus. Okay, langsam. Wenn wir Glück haben, komme ich ein Stückchen weiter. Vorne ist eine Leiter. Komm schon, lass mich zu dem Versteck. Oh nein, 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 nein. Das war nicht gut. Okay. Gar nicht so einfach zu diesem Beta-Kern zu kommen. Lass mich mal nachdenken. Das war eben eine Leiter. Ich dachte, man kann sie hoch, aber sie ging auf jeden Fall nicht hoch, weil da war das ganze Glibberzeug. Eventuell runter. Aber ich denke, wir gehen nochmal Richtung Leiter. Ich hätte noch einen Moment halt einfach nur in meinem Versteck bleiben müssen. Das war eigentlich das. Das probieren wir beim nächsten Mal nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.